Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht heute nichts. Wir sind zurück in Frankfurt. Ey, und ich habe was Geiles für euch. Mein komplettes TikTok, mein Instagram, alles ist voll damit. Wir sind bei Xiang Xiang Chinese Food. Hier gibt es Malatang. Das bedeutet, du machst dir eine Schüssel, du gehst ans Buffet, besorgst dir alles, was du gerne in deiner Nudelsuppe drin haben möchtest, an diesem Buffet, gibst es ab, es wird gewogen, du zahlst das, was drin ist, und dann kriegst du einen Topf voller Herrlichkeit. Ey, will ich unbedingt ausprobieren, schon die ganze Zeit. Und jetzt bei diesem wunderschönen Wetter in Frankfurt ist es soweit. Okay, wenn du reinkommst, findest du schon direkt hier vorne das. Du hast hier so ein großes Schüsselchen. Dann kriegst du so eine Zange. Und dann können wir erstmal räubern gehen. So, Dille. Und guck mal, ihr habt auf jeden Fall hier oben schon mal eine fette Auswahl an Nudeln. Frittierter Teig, Enoki-Pilze. Das erkenne ich auf jeden Fall. Das sind Rahmennudeln wahrscheinlich hier oben. Ja, geil. Und hier hast du halt so Sobas, denke ich mal, sind das. Ey, ich lasse mich mal überraschen. Ich nehme auf jeden Fall mal hier so ein Nest Nudeln mit rein. Was sind das für Nudeln? Ich glaube, das sind so Rahmennudeln. Aber für mich sieht das so aus wie... Ich habe hier nämlich beim Reingehen eben schon was gesehen. Ne? Das, guck mal, da stehen wirklich viele so Cup-Nudels. Ne? Ich glaube, dass es davon ist. Das sind Nudeln. Ey, du kriegst aber auch hier Dings, Udon und so, ist alles da. Ne? Da hinten, oh, da ist auch was Geiles. Die brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche so zwei, drei große Shiitake. Okay, hier Pak Choi. Aber geil, es sieht doch alles frisch und lecker aus. Ich bin ja so ein Kohltyp. Ich besorge mir auch hier zwei Blättchen. Bisschen Koriander. Geil, Digga. Ey, ich brauche hier noch so ein Brokkoli. Da bin ich wieder dabei. Beim Brokkoli bist du dabei, oder was? Ja? Oh, guck mal bitte hier, hast du das gesehen? Das sind einfach Spiegeleier. Digga, ohne Spiegelei komme ich hier nicht weg. Hühnerfüße am Start. Boah, da siehst du Atmen. Da siehst du Atmen, gell? Oh, ich habe Dumplings gesichtet, Dingi. Schweinedarm, Rindermagen. Was ist das hier eigentlich? Das könnte wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung, das sieht gut aus, oder? Sieht aus wie Chicken bisschen. Ja, gell? So, hier ein paar Garnelen-Dumplings. So, Bambus habe ich noch gesehen. Ah, hier ist Bambus. Ui. Wir sind antizyklisch hergekommen, um auch, wie soll ich sagen, hier ist normalerweise viel, viel mehr los, ne? Ey, ich brauche hier unten noch mal so ein paar von den Jungs hier. So, dann fangen wir mal ganz galant an. Hier drüben ist nämlich noch eine Truhe, guck mal. Wir haben Garnele. Ey, ich probiere einfach mal. Was soll's, oder? Rein da. Bällchen müssen im guten Hotpot sein. Es gibt Würste. Und wir machen hier so ein bisschen... Wir machen hier noch so ein bisschen... Ja, hier so ein paar Scheiben Rindfleisch rein. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus, oder? Wollen wir noch mal einen letzten Blick reinwerfen, oder glaubst du, wir haben alles? Ich glaube, Gemüse haben wir alles, was wir brauchen, gell? Ja, komm, lass mal gucken, was es für eine Brühe gibt. So, ist soweit, gell? Guck mal. Sieht das gut aus oder nicht? Ja. Also okay, ich nehme auf jeden Fall noch ein Wasser dazu. Nee, also da haben wir was vom Kraus. Oh, was ist denn das Geiles? Guck mal, was ist das? Oh, ausgemacht. Aber was ist das? Limonade, oder? Nee, das ist das. Ja, das ist die Getränke Nummer 3, Nummer 4, Nummer 6. Limette, Minze, Orange. 3, 4, 6. Und Milch mit schwarzem Tee-Jelly. Das ist doch dein Ding, Admin. Guck mal, Admin ist so schwarzer Tee-Jelly-Typ. Dann machen wir das. Was machen wir denn für eine Brühe? Einfach Rinderbrühe reicht, oder? Ich mache mir selber ein bisschen scharf dann, Admin. Ja, wir machen scharf. Oh, nicht so scharf, nicht so scharf, bitte. Klein bisschen. Ja? Ein bisschen, okay. Ja? Ich lass mich, aber mach nicht zu scharf, sonst... Ja? Ist das jetzt meine? Ja. 16, ja? Okay, vielen Dank. Dankeschön. Guck mal. Kamerabonus, ne? Ihr kennt's. Und guck mal, was hier noch ist. Also, das ist übrigens hier der Admin mit dem Jelly. Ne, Admin? Hast du schon Bock drauf? Sehr gut. Und hier gibt's noch, so ein bisschen was an Sößchen, was man sich zurechtrühren kann. Da hab ich auf jeden Fall auch schon richtig Bock drauf. Hier geht's ja auch komplett ab. Ja. Yeah. Auch geil, gell? Da kannst du noch mal deine Nachricht hinterlassen hier. Okay, dann gehen wir zum Tisch und machen uns nackig. Ey, jetzt werden wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen Sößchen holen hier. Er hat gerade sehr scharf gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das verkraften würde. Ey, ich bin beim Hotpot, bin ich echt so... Boah, ihr kennt ja meinen Lieblings-Hotpot-Laden, ja? Chao Long Khan, Bahnhofsviertel, Beste, Alisa, Küsschen geht raus. Aber das ist auch eine coole Nummer, insbesondere für mittags, finde ich das sehr geil. Wobei, sie hat mir gerade erzählt, sie hat auch was Neues mittags. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich nochmal zum Chao Long Khan Hotpot gehen soll, weil der hat geiles neues Mittagsmenü. Ich mache mir auf jeden Fall mal hier so ein Schälchen extra. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne zu meinem Hotpot. Da kannst du so ein bisschen Fleisch drin dippen und so. Also, ich
Ihr hört mir zu, guckt es euch genau an. Also, zwei Stück Austernsoße, ja? Wichtig. So, dann einen fetten Löffel Knobi, einen fetten Löffel Erdnuss, zwei fette Löffel Frühlingslauch oder drei, sind auch geil. Koriander, auch fetten Löffel. Mit Stielen, mit allem drum und dran, muss hier auch rein. Zwei, ja, zweieinhalb, drei Löffelchen. Geil. So, jetzt pass auf. Du hast hier Crispy Chili in Oil. Das müsst ihr vorher so ein bisschen aufrühren. Zwei dicke Crispy Chili Oil drauf. Ja? So, dann haben wir hier oben so einen fermentierten Rettich, wenn der gerade da ist. Rein damit, schmeckt total geil. Ihr könnt euch auch noch eine zweite Soße machen. Mit Sesam, Tahin, Sesam, das ist richtig geil. Mit Kreuzkümmel drin, schmeckt auch gut. Aber ja. So, jetzt mache ich hier ungefähr einen fetten Esslöffel Sesamöl drauf. Und dann habt ihr Sojasauce und damit füllt ihr das Ganze auf. So, Dalle. Und dann nehmen wir uns einen Löffel mit und eine Serviette. Und dann sieht es so geil aus. Und falls ihr das irgendwie noch ein bisschen hübscher machen wollt, guck mal. So ein bisschen Sesam geht immer, gell? Schmeckt ja geil. So, gerösteter Sesam. Gut, Kinder, jetzt warten wir auf den Hotpot. Geil, Alter, geil. Oh, bin ich schon dran? Das ist alles meins? Mein lieber Freund. Das sieht aber geil aus. Vielen, vielen Dank. Also, es ist 2,38 Euro 100 Gramm. Also, 2,38 Euro 100 Gramm. Ich habe 24 Euro bezahlt. Also ist das ungefähr ein Kilo Zeug ohne Brühe. Das ist schon krass. Und auch heute wieder an so einem Tag, wenn viel gefuttert wird, ne, habe ich wieder von meinem Partner JP1880 ein paar geile Klamotten am Start. Ey, diese schöne Jacke, die ist aus so einem geilen Stoff. Ey, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber es ist auf jeden Fall richtig gut. Und vor allem starke Cargohose am Start. Ne? Ganz neuer Schnitt, wieder Gummibund. Ihr wisst ganz genau, bei einer Foodtour braucht man das. Gerade bei der Cargohose gefällt mir, dass die unten so engere Bündchen hat und so. Das ist ein geiler Schnitt. Ey, und ihr wisst ganz genau, wie das ist. Gerade für uns stramme Jungs, da gibt es immer selten geil geschnittene Klamotten. Bei JP1880 wirst du fündig. Wenn ihr Bock auf geile Klamotten von JP1880 habt, dann jetzt den Code BERN20 reinhacken und ihr bekommt 20% auf den kompletten Warenkorb bei eurer ersten Bestellung. Ey, ganz ehrlich, das sieht auf jeden Fall... Der Geist wie am Bahnhof hier. Hi. Geil, das sind bestimmt... Lass mich raten. Das heißt 125 wahrscheinlich. Ey, also erstmal Soße hier parat. Guck mal, das ist das, was ich eben da vorne eingesammelt habe. Und jetzt erstmal schön glatt rühren. Ey, was auch noch reingeht, schwarzer Essig. So würde auch gehen, wenn noch mehr Dumplings drin sind. Aber so ist schon geil. Und das ist direkt das erste Garnelchen aus der geilen Brühe. Boah, was der Ton, ey. Ich habe mir gedacht, wenn das so alles in die Schüssel fliegt, weißt du, dann hast du nicht so einen geilen Garpunkt bei allem, aber das passt. Guck mal, was wir hier alles haben, ey. Geil ist natürlich, wenn du vergessen hast, was du alles reingeschmissen hast. Dann findest du es dann wieder, weißt du. Garnelendumpling. Okay, das sind 10 von 10. Aber jetzt lass erstmal an die Brühe gehen. Ja, die sieht schon so krass aus. So eine richtig, sieht aus wie so eine richtig krasse Rahmenbrühe. Ja, die hat richtig Power. Ey, wie oft hast du das? Dass wenn du so eine Suppe kriegst, guckst du erstmal, was kann ich noch reinmachen. Ein bisschen was Scharfes, ein bisschen Soja, ein bisschen Salz, MSG, keine Ahnung was. Aber hier. Die ballert ab der ersten Sekunde voll rein. Und das Ding hier, keine 25 Euro. Guck mal, das ist ein Kilo Zeug plus Brühe, ne? Also ich kenne Leute, die servieren das sonntags mittags für 4 Personen, so ein Ding. Ey, von diesen Bällchen, ich habe gar keine Ahnung, was das alles ist. Also ich hoffe, dass das hier frittiertes Huhn war. Das könnte aber natürlich so ein Schweinedarm sein oder irgendwas. Die haben auch wilde Sachen da, ne? Aber ich probiere. Glück gehabt. Das scheint so ein... Also ich weiß nicht, ob es Huhn ist oder ob es Schwein ist, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall geiles frittiertes Fleisch. Passt natürlich auch wieder meine bombige Soße dazu. Passt zu allem. Pak Choi. Boah, das macht doch Bock, das zu essen, weißt du? Du kannst dir ja immer die ganze Zeit so was Neues rausholen. Und vor allem mit dem Ton im Hintergrund ist auf jeden Fall auch richtig bombastisch. Ich liebe Hotpot, ne? Du hast hier sofort diese Hotpot-Wipes. Das macht voll Bock. Dann holst du hier aus der Brühe das raus, was dir gefällt. Dippst es nochmal in deine geile Soße rein. Und von der Konsistenz her geil. Das sind so für mich so klassische Hotpot-Bestandteile. Bock, richtig Bock. Oh, hier ist das Rindfleisch. Diese Rolle.
Auch krass, ne? Vom Garpunkt her ist die tatsächlich noch so leicht rosé. Auch wieder Sößchen tippen. Rein damit. Das ist geil. Du hast alles, was du im Hotpot auch hast. Nur, dass du dir hier auch die Brühe dazu reinballern kannst. Kannst du beim Hotpot auch. Aber ich finde, da kommt es immer so ein bisschen zu kurz. Und was beim Hotpot hier auch so ist, da wird hier oft Wasser nachgegossen. Feiere ich manchmal gar nicht so, aber es verdunstet sonst alles so schnell. Ey, das ist krass. Oh, Nudeln sind da auch da unten. Ich muss auf jeden Fall Nudeln probieren. Und das Ei habe ich auch schon gesichtet. Ist hier drüben. Geil, Alter. Aber zuerst noch dieses Fleischbällchen hier. Rindfleischbällchen, wahrscheinlich. Die haben so diese Schweinefleischbällchen. Hat ein bisschen was von Frikandel drin. Das sollst du dir auch holen. Du magst das doch. Jetzt weiß ich auch, warum sie diese Nudeln genommen haben. Die sehen richtig geil aus, wie so eine richtig gute Ramen-Nudel. Seht ihr das? Die Nudel nimmt sich so ein bisschen von der Soße und die bleibt auf jeden Fall, die Suppe bleibt an den Nudeln haften. Ne? Das ist auf jeden Fall schon geil. Ich denke mal, die werden viel rumprobiert haben, bis sie die richtige Nudel gefunden haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie diese kompletten Töpfchen hier auseinanderreißen. Die Nudel hat einen geilen Biss. Die feiere ich ja auch hart. Ne? Das siehst du auch von der Qualität her. Das ist auf jeden Fall der gute Bambus. Boah, das sieht auch gut aus hier. Das ist, glaube ich, ein Fischbällchen. Auch wieder Dip. Ganz andere Konsistenz. Die anderen sind so ein bisschen chewy. Der ist jetzt richtig, richtig weich gewesen und fluffig. Auch der Brokkoli, der ist noch voll da. Ne? Da ist nichts verkocht oder so. Guck mal, wie geil der die Farbe auch von der Suppe annimmt. Boah, stehe ich drauf. Ich finde auch so mit zwei Nester Nudeln hast du auf jeden Fall eine gute Menge. Ich habe hier vor mir eben ja auch so ein paar Mädels gesehen, die sich was genommen haben. Die haben natürlich ein bisschen weniger drin als ich. Also kommst du hier locker. Mit 10, 12 Euro kannst du hier eine geile Suppe machen. Ne? Das ist auf jeden Fall schon gut. Das sind jetzt 3 Euro für 100 Gramm, ist jetzt nicht die Welt. Ne? Ist ja unter 3 Euro, aber. Jetzt mal nach dem Ei gucken. Guck mal, sogar das Eigelb ist noch so ein bisschen wachsweich. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du hier mit ein paar Leuten hingehst und so, das macht ja auch richtig Gaudi. Ne? Jeder packt sich sowas in die Schüssel. Beim Hotpot hast du das ja hin und wieder, dass dann einer sagt, nee, mir zu scharf, der andere will das nicht, der hat keinen Bock auf Fisch, der will kein Schwein. Was mir auch aufgefallen ist, da sitzen ein paar Leute, die auch alleine essen. Ne? Also gehst du einfach hin, ballerst dir schnell was rein, hast ein frisches, geiles Essen, siehst vorher, was drin ist in deiner Suppe, kannst selbst entscheiden, wie es sein soll. Das finde ich richtig gut. Nein. Mir läuft ein bisschen die Nase. Ey, und geil. Das hat so Power, aber es wundert mich auch nicht. Da oben alle Gerichte enthalten Rinderbrühe und Geschmacksverstärker. Ja, sehr schön. Schreib's dran, so muss es sein. MSG is no crime. China-Kohl habe ich noch nicht probiert. Ey, wie geil ich diese Soße auch wieder hingebracht habe. Leute, glaubt mir, allein das war es schon wert, sich dieses Video anzuschauen. Wenn wir schon dabei sind, ich habe diese Hotpot-Bällchen, ne? Ich sage euch ehrlich, es ist immer Tiefkühlware in der Regel. Die sind selten selbst gemacht, ne? Aber ganz oft sind die richtig räudig, weil es die auch in der miesen Qualität gibt. Ne? Aber die hier sind auf jeden Fall geil, die machen Bock, du hast einfach Lust drauf, das zu essen. Und ich sage euch ehrlich, nicht nur wegen der Soße hier, sondern weil ich natürlich wieder am Puls der Zeit bin für euch. Ne? Ist doch jetzt schon mal ein guter Augenblick, den Kanal zu abonnieren. Es kostet nichts und schmeckt gut. Wissen wir nicht erst seit gestern. Einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben nehme ich natürlich auch. Du könntest dir auch, wenn man es jetzt mal so rechnet, ne? Könntest du dir auch einfach so ein Nest Nudeln machen. Packst dir da alles an Fleisch drauf, was hier vorne liegt. Und zahlst halt trotzdem auch nur 3 Euro pro Kilo. Ne? Beziehungsweise für 100 Gramm. 30 Euro das Kilo dann. Es gibt ja noch andere Brühen. Aber sie hat gesagt, das wäre auf jeden Fall das wäre die beste hier. Ey, und wenn du Bock drauf hast, dieses noch schärfer zu machen, hast du hier alle Möglichkeiten. Crispy Chili drauf und los geht's. Da vorne waren noch so sau viele geile Sachen. Maiskolben und so, auf die hätte ich jetzt auch richtig Bock gehabt. Aber ich wollte es auf jeden Fall nicht zu voll machen. Fischbällchen. Kanäle. Das war ein geiles Fischbällchen übrigens. China-Kohl. Auch der ist on point. Für mich muss der immer dabei sein. Hotpot ohne Kohl geht nicht. Wie geil der die Farbe angenommen hat von der Brühe. Das ist echt richtig gut. Ey, wer von euch kannte den Laden denn schon? Schreibt mal rein. Ich fahre hier schon eine ganze Zeit lang immer dran vorbei. Und dachte mir, da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ich bin echt froh, dass wir es gemacht haben. Das habe ich nicht zum letzten Mal gemacht. Wow, Jungs, Mädels, Malatang, geil. Dazu so einen schönen hausgemachten Drink mit einem riesen Salat oben drauf. Ich bin begeistert, ich sage, das ist top.
Es hat ein bisschen was vom Erlebnis, ne? Du darfst dir selber aussuchen, was du willst. Ich sag, es hat so ein bisschen was von dem Erlebnis. Mm. Junge, du nimmst dir das, was du willst, bringst es nach vorne, die machen dir einen geilen Topf draus. Ey, ich habe auf jeden Fall riesen Spaß dran. Wir werden es hier noch weglöffeln. Ja, ich freue mich, dass ich euch im kurzen, knappen Video zeigen könnte, was hier Malatang bedeutet in Frankfurt. Kommt hierher, futtert die leer. Das sind auf jeden Fall echt nette Leute. Das Zeug ist frisch, das Zeug ist lecker und es kostet nicht die Welt. Ey, vielen herzlichen Dank für alles. Ne? Ich bedanke mich bei meinen Kanalmitgliedern fürs Zuschauen. Bei allen anderen natürlich auch. Gebt mir einen Daumen nach oben, den Kommentar schreiben. Weiß ja. Küsschen. Tschüss, danke. Bis bald.